Das ist ein Auto, wie sich gerade der ältere Autokäufer vorstellt. Bequemer Zustieg, hohe Sitzposition, perfekte Übersichtlichkeit und unaufdringliche Betriebsgeräusche. Audis R8 ist das exakte Gegenteil davon. Breit, flach, sportlich. Und als ob der bisherige V8 mit 420 PS noch nicht stark genug gewesen wäre, setzt Audi jetzt noch eins drauf und verbaut den Lamborghini V10 mit 525 PS und 5,2 Litern Hubraum. Ja, wie man sieht, erregt das Auto fast 2 Jahre nach der Erstvorstellung noch immer reichlich Aufsehen und wird auch gerne fotografiert. Mich beeindruckt er erstmal was ganz anderes, nämlich dieser tolle Langsamfahrkomfort. Wir cruisen hier in Südspanien mit 30, 40 km/h durch die Ortschaft und der Komfort ist richtig gut. Geschmeidiges Ansprechverhalten, also für einen Supersportwagen fast überraschend. Trotzdem muss ich sagen, das richtige Metier für das Auto ist natürlich die Rennstrecke und genau da fahren wir jetzt auch hin. Was ein bisschen ein Problem ist, die Strecke hier, die ist noch leicht feucht, es ist auch nicht allzu warm, aber ich habe hier eine wahnsinnige Traktion, jetzt im zweiten Gang, volle Drehzahl aus der Kurve raus, da flackert nicht mal das ESP, also da wäre den Hecktriebler natürlich entsprechend überfordert, da geht das hier mit dem Allrad, geht das wunderbar. So, jetzt probiere ich es noch ein bisschen sportlicher, hier die Sporttaste, die sollte jetzt nochmal für zackigeres Schaltverhalten sorgen. Bin ich jetzt mal gespannt, zweiter Gang, volle Drehzahl, jetzt der dritte, ja, der wird ganz anders reingehauen, geht viel schneller, ruckelt auch mehr, aber das ist nochmal deutlich zackiger. Jetzt vielleicht auch noch den Stoßdämpfer auf Sport. Also jetzt habe ich wirklich das Gefühl, ich sitze in einem Rennwagen. Das ist Wahnsinn. Da kann man die 525 PS natürlich hier total ausspielen. Selbst auf dem kleinen Kurs beschleunigt er auf den Geraden tierisch. Hier wieder über die Curbs. Da kann man fast geradeaus fahren. So präzise ist dann die Lenkung. Das Faszinierende am Audi R8 ist ja der unglaubliche Spagat, den das Auto beherrscht. Das geht vom tadellosen Langsamfahrkomfort bis hin zur Rennstreckentauglichkeit. Und da ist der Audi übrigens auch sozusagen der Gentleman unter den Supersportwagen. Ist viel komfortabler als seine Lamborghini-Brüder, viel weniger spitz. Ja, und das Ganze bekommt manch Besserverdienende natürlich jetzt auch noch mit Lamborghini V10-Motoren nochmal mehr Leistung für etwas mehr als 140.000 Euro. Was für ein Spielzeug!